Herzlich willkommen zu Folge 945 von Elder Scrolls Online. Wir sind gerade dabei, die Quest Eine Misere des Schicksals in Necrom, also auf der Telvanni-Halbinsel, zu erledigen. Ich lese hier mal vor. Fäulnisgrüner hat Meisterin Shelrennis Ritus vollendet und Valmina hat Apokrypha betreten. Durch die Anwesenheit der Fürstin der Träume werden die Abläufe der Ebene gestört, während sie der verlorenen Erinnerung nachjagt. Ich muss eine Möglichkeit finden, sie aufzuhalten, bevor sie erreicht. Meisterin Shelrenni hat gesagt, dass Vermina ihren Körper ins endlose Panoptikum gebracht hat. Ich muss nach Necrom zurückkehren und Lehrer Mil darüber informieren. Also haben in der letzten Folge nach der Questabgabe sind wir hierher nach Tel Baro ja, knapp westlich von Necrom gereist, in Meisterin Shelrennis Wohnpilz und haben Meisterin Shelrennis hier praktisch gerufen, ihren Geist mit Hilfe von Mel dem Mundlosen und sie dann einer Befragung unterzogen. Und ja, danach hat Vikakadein sie erlöst, sozusagen von ihrem zornigen Dasein. Und ja, jetzt unterrichten wir mal Lehrer Mel über die Erkenntnisse. Und dann habt ihr wahrscheinlich auch nochmal eine Zusammenfassung aus dem Gespräch, das wir mit Shelrenni geführt haben. Falls nicht, kann ich es ja selber nochmal kurz zusammenfassen. Aber ich nehme an, im Gespräch mit Lehrer Mel werden wir alles Wichtige nochmal durchgehen. Deswegen mache ich das jetzt gerade nicht. So. Gut. Auf zur Buchbinderei. Frag mich, wo der dazugehörige Kirchturm ist. Ist das hier? Ihr habt geholfen, den Pakt in Sturmfeste zu stärken. Vielen Dank. Man erinnert sich an mich. Beruhigt euch, Scoot. Ich bin sicher, Apokrypha geht es nicht so schlecht, wie ihr sagt. Ah, Entsandte. Was ist in Tel Baro geschehen? Scoot ist mit ernüchternden Nachrichten aus Apokrypha zurückgekehrt, während meine eigenen Nachforschungsbemühungen kaum nutzbringender waren. Sagt mir, dass ihr Besseres zu vermelden habt, Entsandte. Meisterin Shelrenni sagte, Vermina müsse das endlose Panoptikum betreten, um das Geheimnis zu finden, nach dem sie suchen. Das endlose Panoptikum? Erst suchten sie eine Erinnerung, die es zu ändern gilt, und jetzt suchen sie... Was? Noch eine Erinnerung? Und können sie den Eingang ein weiteres Mal finden? Nun, wir haben ein Ziel. Jetzt brauchen wir nur noch einen Plan. Schwebt euch da etwas Bestimmtes vor, Lehrer Mil? Was ich an Recherchen zustande brachte, hat mir verraten, dass Vermina eine eindrucksvolle Gegnerin sein wird. Doch um Apokrypha ohne Moras Erlaubnis betreten zu können, braucht sie einen Anker und einen Schild. In diesem Fall Meisterin Shelrenis Körper. Das wird ihr Untergang sein. Was meint ihr? Shelrenis Körper ist sterblich. Wenn wir ihn vernichten, glaube ich, dass selbst Fäulniskrones Gebräu Vermina nicht mehr vor dem Wissenden verbergen kann. Natürlich gibt es dann noch das Problem, dass in Apokrypha völliges Chaos herrscht. Doch ein Problem nach dem anderen. Dann schätze ich, dass wir nach Apokrypha zurückkehren müssen. Gadein, das könnte gefährlich sein. Es wäre mir lieber, wenn ihr hier bleibt, abseits der Gefahr. Ich schwor, das Relikt zu bergen. Und ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ihr euch ohne mich dieser Gefahr stellt. Also ihr alle. Zum Speien. Und weg ist Groot. Gut, Queststatus.
Wir wissen, dass Vermina etwas im endlosen Panoptikum sucht. Ich sollte zu dem Eingang zurückkehren, den wir zuvor fanden, und versuchen, ihn erneut zu finden. Ich glaube, da machen wir einen direkten Teleport hin. Das ist in Apokrypha. Sparen wir ein bisschen Aufnahmezeit. Den Ladebildschirm habe ich mit der Pausetaste ein wenig abgekürzt. So, dann. Ach, wo ist denn eigentlich Easy? Moment. Also, Mire Elendis ist jetzt restlos ausgebildet. Jetzt mache ich dasselbe mit Easy. Bastian Halix ist auch restlos ausgebildet. Ich bin an eurer Seite. Auf geht's. Genau, aber dazu muss ich sie schon herbeirufen, sonst wird das nichts mit restlos ausbilden. Die hatte ich für die Screenshots, die ich in der letzten Folge erwähnt habe, mal weggesteckt. Hättet ihr mir nicht auch ein Portal öffnen können? Naja, ich hatte ja auch selber Teleport. Wie ich befürchtete, hat sich der Eingang des endlosen Panoptikums bewegt. Wie es in seinem Wesen liegt. Wir sind gescheitert. Die Wirklichkeit ist verloren. Noch nicht. Schicksal, beuge dich meinem Willen. Lehrer, mir seid vorsichtig. Es bleibt keine Zeit. Das Panoptikum muss hier existieren. Ich befehle es. Lehrer, mir ist es geschafft. Das Panoptikum ist offen. Betretet das endlose Panoptikum ist unsere Aufgabe. Erkundet das endlose Panoptikum. Karte. Oh nein, Vermina. Ihre Anwesenheit vernichtet das Panoptikum. Lehrer Mil, seht euch an. Ihr seid in keiner Verfassung, um weiterzumachen. Unsinn. Nein, ihr habt recht. Entsandte, ihr müsst euch Vermina stellen. Gadein wird mir helfen, zur Schiffrenhalde zurückzukehren. Ihr könnt euch Vermina nicht allein stellen. Ich kann kaum fassen, dass ich das sage, doch ich werde mit euch gehen. Das ist mehr als nur die Anwesenheit eines rivalisierenden dädrischen Fürsten. Hier geschieht noch etwas anderes. Ja gut, die zwei verkrümeln sich. Wir haben Scroot und Easy an unserer Seite. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Ich glaube, Verminas Präsenz hat irgendwie Fäulnis Krones Verderbnis verstärkt. Also die Affix-Dinger da, die machen sich Was haltet ihr von durchaus. Süßigkeiten zur Feier des Tages? Also so wie ich sie zusammengestellt habe, passt schon. Also wirksam, muss ich schon sagen. Bei Interesse könnt ihr Pause-Taste drücken und nochmal die Werte studieren. Man kann das auch anders zusammenstellen, aber so funktioniert es bei ihr eigentlich ganz gut, wie man sieht. Erkundet das endlose Panoptikum. Nach unten, Sterbliche. Der hat nicht lange leiden müssen, oder? Kann man den Weg nehmen? Ist der gangbar? Ja, ein bisschen komisch, aber. Buchsiedler. Oh, ich glaube, der Weg ist nicht praktisch. Schauen wir mal, ob es einen besseren gibt. Den können wir immer noch nehmen, darunter springen. Aber vielleicht müssen wir das ja gar nicht. Benutzt den Zorn Apokryphas. Ja gut, kam ein bisschen spät. Hey, das wäre dieser Tentakel gewesen. Das ist ja von Scroot irgendeine Hilfestellung. Das ist mehr als nur die Anwesenheit eines rivalisierenden dädrischen Fürsten. Hier geschieht noch etwas anderes.
Nicht sehr hilfreich, wenn ihr beide durcheinander quasselt. Hasta la vista, baby. Für den hat's aber nicht viel gebraucht. Da könnte man laufen, oder? Ja gut, Buchsiedler, der bringt uns jetzt nicht weiter. Diese Stürme sollten wir meiden, die sind nicht angenehm. Ich bin ein Gefäß des großen Auges. Nutzt meine Hilfe. Ich glaube, wir können das wirklich gut. Also Easy kommt auf ihre Kosten, so wie es ausschaut. So, da lang. Na gut, ein Sprung ins Ungewisse. Nicht dran vorbeispringen. Schön. Hier, Sternchen. Lasst auf den Kufer eure Feinde zerschmettern. Bis Groot mir seinen Zauber zur Verfügung stellt, liegen die schon. Oh Mann. Okay, der Lauerer da ist ein bisschen härter. Du kriegst meine Ulti zu spüren. Wir müssen dort entlang sein. So hart war er jetzt nicht, wie befürchtet. Aber gut, ich hatte ihn auch meine Ulti um die Ohren geklatscht. Und zwar den Berserker-Schlag hier. Denk daran. Bermina ist nicht allein. Vollnis, Krone und Torvesaat sind bei ihr. Sternliche, lasst mich euch helfen. Ist echt witzig, bis dahin die Hilfe eintrifft. Jetzt muss ich sie doch mal helfen lassen. Das war ein befriedigender Schlag. Ja, genau. Nach dem Kampf dann die Hilfe. Vier Sterne. Lasst auf Prüfer eure Feinde zerschmettern. Es ist einfach nur unfreiwillig komisch. Muss ich denn jetzt hin? Gut, ich sollte mir den Rücken frei machen und die Christen verbreiten Vollnis Krones Verderben. Die verborgene Sippe. Sieht aus, als hätte Vermina eine Armee mitgebracht. Armee? Also ich weiß nicht recht. Stelle ich mir anders vor. Großen Auges. Nutzt meine Hilfe. Ja, mehr Glück beim nächsten Mal. Hier, Sterbliche. Lasst auf Begrüßer eure Feinde zerschmettern. Also ich muss das jetzt echt mal machen, einfach nur damit es in der Videoaufnahme auch einmal zu sehen war.
Also einmal sinnvoll zu sehen war und nicht immer nach dem Kampf. Also ich lasse mir jetzt dann echt mal helfen. Und hau mal bewusst langsam drauf. Komm her. Zurück, Unholde. Spürt die Macht des Schicksals. So, und jetzt genießen wir die Show. Damit wir es wenigstens einmal gesehen haben. Okay, das war jetzt dann eher easy als der Tentakel. Ich glaube, das wird nix. Wollte ich es wirklich einmal ernsthaft zeigen? Versuchen wir es nochmal. Und jetzt bietet es mir nicht an, oder was? Das war Easy's Ulti. Gut, ich weiß nicht, das klappt irgendwie nicht, da von Scroot den Tentakel mal richtig zu zeigen. Dieses Portal. Vermina ist hindurchgetreten, Sterbliche. Ein Versuch machen wir noch, dann gebe ich's auf. Spürt die Macht des Schicksals. Ja, der Kampf ist schon vorbei. Es ist wirklich ein Treppenwitz. Na gut. Ach du liebe Güte, was habe ich denn hier wieder? Irgendwelche Warte mal, was sagten die Quest gerade? Scroot sagt, dass Vermina und ihre Verbündeten durch das Portal vor uns gegangen sind. Ich sollte durch das Portal treten und ihnen folgen. Also hat sich nichts weiter geändert an der Mission. Dieser Ort fühlt sich uralt an. Als ob seit Ewigkeiten niemand mehr hier war. Tadellos gewirkt. Wir sind verborgen und Mora leidet. Torvisat, bringt die Traumfürstin ins Auge von Mora und findet eure Erinnerung. Ich muss ein letztes Geschenk im Kern von Apokrypha platzieren. Fäulniskrone! Hat er etwas über das Auge von Mora gesagt? Ich sehe das Auge Achtet von Mora. Achtet nicht auf Fäulniskrone. Wir müssen Vermina erreichen und Shalrinis Körper vernichten. Mann, quatsch doch nicht immer durcheinander. Das ist einfach nicht hilfreich. Das sieht nicht gesund aus, das Zeug. Schnell, kommt heraus! Ja, genau. Gute Idee. Raus aus den roten Fläh! Sterbliche, lasst mich euch helfen! Na, easy, macht das schon. Wie hieß die gerade, Stecherin? Ich will's gar nicht wissen. Das lasse ich mal unkommentiert so stehen. Ich da rauf und mir scheint, ich muss, da gibt es bestimmt irgendwie so eine Brücke. Jetzt muss ich erst eine Ebene tiefer. Ja, komm, erstmal Lauerer wegmachen. Berserkerschlag. Ja, für die Lauerer ist dieser Berserkerschlag gerade das richtige Gegenmittel. So, wie komme ich jetzt da runter? Ich nehme an, ich muss das. Verminas Anwesenheit und die Verderbnis sind meine Mitdätra gewalttätig geworden. Nun, noch gewalttätiger als sonst. Noch gewalttätiger als sonst, jo. Des großen Auges. Nutzt meine Hilfe. Wenn der Waffenwechsel nicht klappt. Hoppla. Deckung hoch, Sterbliche. Lasst mich euch helfen. Und Lauerer. Gut, diesmal muss es ohne Berserkerschlag gehen. Sende
schützt uns nur, Sterbliche. Lasst Apokulpa eure Feinde zerschmettern. War das nicht erstaunlich? Stunden später kommt die Hilfe. So, und ich wette, wir haben jetzt dann hier eine Brücke rüber irgendwie oder ein Portal. Hier, Sterbliche. Beeilung. Na? Diese Kultisten sind uns im Weg. Beseitigt sie, Sterbliche. Ich bin ein Gefäß des großen Auges. Nutzt meine Hilfe. Ah, will das gut sein. Obwohl... Das war ein befriedigender Schlag. Komm, einmal, jawohl, einmal haben wir das Ding gesehen, wie es was tut. Einen Schlag konnte es ausführen. Versuchen wir es nochmal. Ich halte mich bewusst zurück, damit wir es wirklich mal sehen. Ach, also darauf verlassen sollte man sich nicht. Genau, wir müssen uns unterhalten. Polniskron ist eine Bedrohung, aber Vermina ist eine Fürstin. Wir sollten Vermina und Torvesaat ins Auge von Mora folgen. Was ist in diesem Auge, Skrut? Ich habe keine Ahnung, welche von Ermeos Moras Erinnerungen sich in diesem speziellen Auge befindet. Doch wir sollten hineingehen und tun, was wir hier tun wollten. Vermina finden und Meisterin Shelrenis Körper vernichten. Ohne dessen Schutz sollte Mora sie aufspüren können. Ich dachte, ihr hättet gesagt, ihr steht nicht mehr in Verbindung mit Ermeos Mora. Ihr habt recht. Ich höre das große Auge nicht mehr. Ich glaube allerdings, dass es etwas mit Verminas Anwesenheit, Polniskrones Verderbnis und jenem Ritus zu tun hat, den sie abgeschlossen haben, um die Ebene zu betreten. Es ist nur eine Vermutung, aber wenn wir eines der Probleme lösen, sollte es helfen. Gut, ich denke, das ist eine gute Stelle. Tretet in das Auge von Mora. Das ist eine gute Stelle für einen Schnitt, weil das sieht man nach Ebenenwechsel aus irgendwie. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es hier weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.